Ja, hier muss man eigentlich zwei verschiedene Vorstellungen von konventionellem Feedback unterscheiden. Zum einen haben wir hier unser Alltagsverständnis von Feedback. Da verstehen wir Feedback manchmal einfach nur als eine Form von Informationsübertragung zwischen zwei Personen. Das heißt zum Beispiel, ich als Lehrender sage dem Studierenden, was jetzt irgendwie richtig oder falsch ist. Wenn wir Feedback jetzt wirklich als definierten wissenschaftlichen Begriff ansehen, wäre konventionelles Feedback, wenn ich die Möglichkeit schaffe, dass dieses Feedback dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Denn der Begriff Feedback, der kommt eigentlich aus der Kybernetik und bezeichnet so viel wie einen Regelkreis. Also es geht darum, dass eine Person B anhand Informationen von Person A sein Verhalten ändert, um bestenfalls irgendwelche Lernziele zu erreichen. Nachhaltig wird Feedback dann, wenn ich über diesen Regelkreis sozusagen hinausgehe und es nicht nur um die Verbesserung von einer konkreten Situation geht, sondern wenn ich lerne, Feedback tatsächlich langfristig selber zu generieren, von anderen einzuholen und dann sozusagen vorbereitet bin auf meine Herausforderungen als lebenslanger Lerner. Also als erstes würde ich den Lehrenden raten, dass sie sich hier die vollständige Lecture anschauen, weil da gibt es natürlich einige grundlegende Tipps, was man beachten sollte, wenn man Feedback für eine eigene Lehrveranstaltung plant und auch in der Praxis umsetzen möchte. Unabhängig davon würde ich sagen, gibt es so zwei Dinge, die man auf alle Fälle beherzigen sollte. Das ist zum einen, dass man den Fokus ein bisschen wegnimmt vom Dozentenfeedback und eher auf die Eigenaktivität der Studierenden setzt, zum Beispiel durch Peer-Feedback oder durch Selbstfeedback, also so eine Form von angeleiteter Reflexion. Ja, und der zweite Punkt wäre, dass man sich zumindest mal ein, zwei Modelle anschaut, was gutes, hochqualitatives Feedback inhaltlich auch auszeichnet, damit man eine Idee hat, was gutes Feedback wirklich ausmacht und wie ich das gebe. Wichtig ist nämlich, dass gutes Feedback immer in die Zukunft schauen sollte und nicht nur eine reine Bewertung der Ist-Situation ist.